Die Fans sind von Davinas und Shanayas Verhalten geschockt. Sind die Schwestern zu respektlos? Im großen Staffelfinale von Die Geissens lassen Carmen und Robert Geiss ihr Apartment komplett renovieren. Auch die Zimmer der Töchter werden umgestaltet. Doch den beiden gefällt nicht alles, was ihre Eltern aussuchen. Ihren Unmut über die Möbel posaunen Shanaya und Davina lautstark heraus und damit kommen sie bei den Zuschauern gar nicht gut an. Die werfen den beiden vor, sie haben keinen Respekt vor Robert und Carmen. Unter einem Promi-Flash-Beitrag tummeln sich die Kommentare, die leider nicht alle positiv ausfallen. Naja, ich glaube, wenn ich so reich wäre, würde ich meinen Kindern auch vieles ermöglichen. Aber die sind nicht mal dankbar dafür und wissen nicht zu schätzen, was sie haben. Keinen Respekt den Eltern gegenüber zu haben, ist schon krass. Unerzogene Mädchen, unmöglich, wie die sich benehmen. Sorry, aber die sind total verwöhnt und verzogen. Doch nicht allen ist das Verhalten ein Dorn im Auge. Einige User nehmen die 16- und 17-Jährige in Schutz. Ich finde die Mädels sympathisch. Klar gibt es kleine Ausnahmen, wo ich denke, okay, übertreib. Aber mein Gott, die sind in der Pubertät. Ihr seid nicht verzogen, habt einfach nur Glück, dass ihr so reiche Eltern habt, sind alle nur neidisch. In der letzten Folge der 19. Staffel kommt in der Familie noch ein ganz anderes Thema auf. Das Liebesleben von Davina und Shanaya. Über ihren Betten werden große Spiegel angebracht. Doch wozu brauchen die Mädels dieses Gadget? Der Inneneinrichter lässt durch die Blume verlauten, dass die Spiegel ja für andere, intimere Zwecke genutzt werden. Daraufhin stellt Mama Carmen sofort klar: Das ist egal, hier kommen keine Jungens hin. Ihre Jüngste wird die reflektierende Glasfläche sowieso nur zum Selfies machen nutzen. Nach mittlerweile 10 Jahren im TV sind auch Davina und Shanaya langsam erwachsen. Klar, dass das Thema Liebe immer mehr in den Vordergrund rückt. Ein Freund oder Verehrer bringen die beiden aber bislang nicht mit nach Hause. Haben Robert und Carmen eine bestimmte Vorstellung, was ihre zukünftigen Schwiegersöhne mitbringen müssen? Im Promi-Flash-Interview verraten sie: In allererster Linie sollen sie meinen Töchtern gefallen, sie bedingungslos lieben und sie glücklich machen. Wenn sie dann noch charmant zur Schwiegermutter sind, ist das doch ein Jackpot. Es heißt doch immer, dass sich die Töchter ihren Mann nach dem Vorbild des Vaters aussuchen und dann kann es ja nur gut werden. In Sachen Jungs und Beziehungen holen sich Davina und Shanaya Tipps bei ihrer Mama. Sehr zur Freude von Carmen. Natürlich erzählen sie mir von ihren Schwärmereien und das finde ich auch total schön. Es ist mir sehr wichtig, dass wir offen sprechen können und dass meine Töchter mit Problemen, Sorgen, Wünschen oder auch Fragen zu mir kommen. Ich bin ja ihre Mutter und will nur das Beste für meine Mädchen. Egal wie Robert und Carmen die Erziehung ihrer Töchter angehen, die beiden wissen am Ende am besten, was gut für Davina und Shanaya ist.